Und Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1, wieder auf der Map Cap Helis. Und diese Map ist interessant, denn auf dieser Karte wird nämlich nicht so gestartet, dass jeder die Hälfte jeder zwei Flaggen hat, sondern dass das ein Team verteidigen muss und das andere Team muss mit Landungsbooten den Strand erstürmen. Und wir haben einen Ping aus der Hölle. Das finde ich ein bisschen heftig gerade. Mal gucken, ob das bemerkbar ist gleich in der Runde. Auf jeden Fall mit Nebeln. Das ist nicht gerade das Einfachste, was man haben kann. Mal gucken, ob es jetzt besser geht. Okay, der Ping pegelt sich ein. Hinter uns kommen sie. Eieiei. Ja, der macht mal einen Dreierkill. Alter, dass beide Karten mit Nebel sind, ist auch ein bisschen bitter. Das ist echt ein bisschen Wir bitter. verlieren Einsatzziel Albert. Okay, auf E und A gehen sie drauf. Ist eigentlich logisch, dass sie eine von den beiden Flaggen als erstes angreifen. Da das ja die Frontabschnitte sind. Nein! Oh! Meine Fresse, ey. Crazy Diamond, ey. So viel Glück, dass er so komisch über diesen Wall hoch muss. Vor allem, dass ich Dreieck drücke und eigentlich auf die Pistole will und er erstmal abbricht die mit dieser KK-Munition. Und jetzt holt mir diesen Posten eh zurück. Das kann nicht sein. Landeinwärts eine Flagge zu verlieren. Die müssten eigentlich landen. Lass mich gespannt, wenn die ankommt, ne? Ja, hinter mir. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Alter, jetzt geht's schon wieder los. Ah, jetzt droppen die Flaggen aber weg. Wie viele spielen denn hier nur mit? Die Map ist eigentlich voll. Nein! Ah! Wollte auf E. Aber so weit ist die Flagge zumindest zum Glück nicht entfernt. Okay, den haben wir wenigstens gekriegt auf die Distanz. Zack. Hoffentlich sitzt das Ding richtig. Habe nämlich keinen Bedarf daran, dass ich. Ah, ich habe die K-Munition immer noch drin, nicht Horst. Den haben wir. Haben wir. Dann haben wir auch. Das sind sie leider über mir alle verreckt, ne? Schon mal für mich ein Zeichen, dass über mir Feinde sind. Wo seid ihr denn alle? Oraya bakın. Bir gözcü. Ich
Der Sturmsucher trifft ihn wieder nicht. So ein Dreck. Okay, sie haben ihn erschossen. Aber ich habe leider keine Leuchtspurmunition mehr. Die Karte finde ich aber schon ein bisschen zick, ne? So ein kleiner Hauch von Normandie-Schlacht. Auf. Was mich gerade ein bisschen triggert, sind diese 1 Million Gräben hier. Wenn wirklich hier in jeder Ecke einer hocken kann, das ist schon ein bisschen beängstigend oder bedrückend. Der Drop der Kugeln war jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Mein Gott, da schießt ihn doch da unten im Graben. Boah, von wo kam der? Ach, von mir, okay, neben mir. Das war ein Medic. Fargia Hill, okay, das ist glaube ich auch eine der neuen Waffen. Die sieht aber interessant aus. Ist das eine Einzelschusswaffe? Scheint glatt so. Man kann allgemein mal nachgucken, was es für neue Waffen gibt. Scharfschütze hatten wir durch. Was hat der denn? Die M1917, okay. Der Medic hat... Ah, guck, da Fargira Hill. Das Visier- und Sturmvariante. Okay. Und er hat... Maschinenpistole M1912 als Hauptwaffe und die M1917 Grabenstützen. Naja. Eine Pistole als Hauptwaffe. Vorne muss einer den bitte erschießen. Okay, den haben sie. Aber ich krieg für den nicht mehr den Assist. Bitte. Gucken wir mal, ob wir den da oben gleich treffen mit der Handgranate. Was? Alter, verpulvern sie ihre Munition für Flugzeuge. Wir haben so, jetzt die Scharfschützen am besten hier raufkriegen. So, den haben wir. Den Lumpen. Da unten hockt einer. Okay, leg mich doch am Arsch. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Orde wie Makina ist weg. Friedrich verlieren wir schon wieder. Jetzt mal auf E mit drauf, wir brauchen nämlich ein paar Punkte. Die Runde wird nämlich schnell vorbei sein. Sie fing interessant an. Und ist sehr schnell wieder im Keim erstickt. Mich in der Hinsicht, dass die uns hier übelst wieder überrennen. Hier oben drauf liegt, glaube ich, ein Panzerabwehrgeschütz. Nicht mal. Uiuiuiui. Ich hätte jetzt gerne eine Leuchtspürpistole. Nein, er steht neben mir.
Ach, Dreck. Aber so langsam kriege ich das Aim wieder rein. Aber es wird noch lange dauern, bis es halbwegs wieder okay wird. Aber es soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein, wenn die Karten ein bisschen näher bringen. Und ich finde, diese Karte hier ist eigentlich. Die eine Karte war sehr auf Infanterie bedichtet und die hier ist auf Infanterieunterstützung mit Scharfschützen. Ausgelegt. Orada bir köprü var. Onların ikilerden biri. Den haben wir. Glaube, es gibt sogar neue Perks, wenn ich das jetzt Wir gerade haben richtig gesehen habe. Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel David verloren. Kommt hier gerade ein Luftschlag jetzt gleich rein oder was bedeutet der rote Kreis? Hedefin düşmesine müsaade etmeyin. Okay, weg hier. Müdafaa edin. Ziel Friedrich erobert. Versuchen wir nochmal die nächste Batterie einzunehmen. Was auch nicht leicht wird, da die jetzt wieder den hohen Vorteil haben. Schade. Ich habe so leicht drauf gehofft, den letzten Schuss mit dem Gewehr draufzusetzen. Ich habe ich. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Na? Okay, wir bleiben erstmal einen Blick unten. Zwei Richtungen mit einem Scharfschützengewehr beschossen zu werden, ist halt nicht cool. Boah, alter Schwede. Alfie. Die doofe Sau. Und 26,5. Lol. Dafür, dass wir gerade wieder so übelst auf die Fresse kriegen, kann ich damit leben. Das ist okay. Oh shit. Wir haben noch ein Einsatz. Ha! Verfinsterung hat mich getötet. Tja. Aber interessant, dass mein Team wirklich nicht ist. Guck mal, aber man sieht auch, guck mal, wie gut sie stehen. Auf G steht eine Seite mit einem Feldgeschütz runter auf unserer ersten Flagge und hier stehen auch genug Leute. Also zwischen E und G haben die sich gut platziert, also schön breit gefächert. Und wir haben einfach keinen Piloten, der mal sagt, gut, ich scheiße jetzt auf mein Flugzeug und ich springe jetzt einfach mal raus und versuche dann eine Flagge von hinten zu erobern. Gegenteil, die springen etwas weiter früher raus. Ah, shit. 21 Leben hatte er noch offen. SML MK3. Ah, die ist auch. Warum spiele ich die eigentlich nicht? Die habe ich doch immer gespielt. Als Karabiner. Die ist schön schnell. Und präzise. Nochmal kurz gucken. Bin ich jetzt doof? Ja, Karabiner-Version. Lol. Hier haben wir gar keine Flaggen mehr. Darf ich da jetzt nicht spawnen? Wo soll ich denn jetzt spawnen?
Kann es sein, dass sie, wenn sie alle Flaggen haben, automatisch gewinnen? Der Feind hat alle Einsatzziele erobert. Ja. Lol. Nee, wir kriegen Landungsboden ja auch nicht. Lol, sie gewinnen automatisch, wenn sie alle Flaggen erobern, oder was? Kann das sein? Ja, krass. Warum darf ich den jetzt nicht mehr spawnen? Hä? Muss ich das verstehen? Warum das jetzt eben nicht ging? Die haben mich auf der Partei. Die schwanken. Mist. Ja, die SML MK3 ist eigentlich immer noch das gute Scharfschützengewehr. Schön schnell, flink, hat genug Schuss im Lauf oder hat genug Schuss dabei. Aber naja, die Niederlage ist nicht mehr abwendbar. Das haben die wieder gut gemacht, muss man schon sagen. Und jetzt darf ich hier direkt spawnen. Also irgendwas stimmt jetzt hier eben gar nicht, aber egal. Gut, Freunde, ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden noch mal kurz gucken, wie die Statistik ist. Was wir denn hier rausgespielt haben. Mehr war einfach nicht drin. Die haben uns auch schon gut in den Fernkampf gedrängt. Und dann sollte es nämlich auch gewesen sein. Caesar ist dieses Mal der beste Squad. Und wir haben... Mal kurz nachgucken. Das gucke ich mir gleich an. Statistik. Da Punktestand 30-9. Kann ich mit leben. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.